Es ist schon wieder etwas passiert, zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal 2 Monaten braucht Österreich einen neuen Bundeskanzler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer verlängerten ZIP2. Abschied von der Politik. Sebastian Kurz legt nach dem Kanzleramt jetzt auch die Obmannschaft in der ÖVP zurück. Auch sein Nachfolger Alexander Schallenberg und Finanzminister Blümel gehen. Wir schalten live zu unserem Reporter Peter Babutzki in die Wiener Innenstadt. Und über die Situation der Volkspartei spreche ich mit der langjährigen ÖVP-Spitzenpolitikerin Maria Rauch-Kallert. Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz, jüngster Kanzler und jüngster Altkanzler gleichzeitig. Ein Rückblick auf Erfolge, Niederlagen und schwere Vorwürfe. Zur politischen Einordnung ist der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier live zu Gast. Abgang mit Tusch. Nach 16 Jahren verabschiedet sich Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin. Für den Zapfenstreich heute Abend wünschte sie sich Musikstücke von Nina Hagen und Hildegard Knef. Es war eine der steilsten politischen Karrieren, die da heute zu Ende gegangen ist. Knapp 8 Wochen nach dem Rücktritt als Bundeskanzler zieht sich Sebastian Kurz nun auch von der Parteispitze der ÖVP zurück. So hat alles begonnen. 2010 machte der damals erst 24-jährige Obmann der jungen ÖVP mit der etwas eigenwilligen Idee des Geilomobils im Wiener Wahlkampf auf sich aufmerksam. Ein Jahr später wurde er Staatssekretär für Integration, 2013 dann Außenminister. Nach Konflikten mit dem damaligen ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner übernahm Kurz 2017 die Partei und beendete die Koalition mit der SPÖ. Bei den folgenden vorgezogenen Wahlen führte Kurz die ÖVP als Spitzenkandidat auf den ersten Platz und wurde Bundeskanzler mit einer Koalition mit der FPÖ. Nach dem Ibiza-Skandal 2019 wurde die gesamte Bundesregierung und damit auch er selbst abgewählt. Auch bei der folgenden Nationalratswahl hielt er die Nummer-1-Position und regierte ab Anfang 2020 mit den Grünen. Nach schweren Vorwürfen der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft trat Kurz Anfang Oktober dieses Jahres als Bundeskanzler zur Seite, wie er selbst sagt, und heute nun eben auch als Parteichef zurück. Harald Jungreutmeier und wie es dazu gekommen ist. Von seinem Wiener Heimatbezirk Meidling aus hat Sebastian Kurz seine politische Blitzkarriere angetreten. Und hier in der ÖVP-Parteiakademie erklärt er nun auch seinen Abschied aus der Politik. Kurz legt nach dem Kanzleramt auch Parteiobmannschaft und Clubleitung zurück. Die Geburt seines Sohnes habe ihm bewusst gemacht, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt. In meinem Fall haben sicherlich auch die Entwicklungen der letzten Monate stark dazu beigetragen. Ich habe Politik immer verstanden als einen Wettbewerb der besten Ideen. Und in den letzten Monaten war aber mein politischer Alltag kein Wettbewerb der besten Ideen mehr, sondern viel eher die Abwehr von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Unterstellungen und von Verfahren. Kurz zieht eine positive Bilanz seiner Regierungszeit. Selbstverständlich habe er nicht immer alles richtig gemacht und er sei auch seinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht geworden. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Und gerade weil es Vorwürfe gegen mich gibt, die seit einigen Monaten im Raum stehen, ist mir wichtig, auch noch einmal festzuhalten, ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind. Ich gebe zu, ich stehe heute da und bin nicht nur gespannt auf diesen neuen Lebensabschnitt, sondern ich freue mich auch darauf. Aber mir ist wichtig zu betonen, es war mir eine große Ehre, der Republik 10 Jahre dienen zu dürfen. Deutlich nüchterner die Reaktionen der Opposition. Erwartbar, überfällig und zu spät sei der Rücktritt. FPÖ-Chef Herbert Kickl und der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil fordern Neuwahlen. Ich glaube, es ist jetzt die Zeit gekommen, Tabula Rasa zu machen und zu sagen, jetzt gehen wir in Neuwahlen. Sofort, kommendes Jahr? Also ich wäre dafür, dass man im Frühjahr in die Neuwahlsituation eintritt. Keine Option ist das für die ÖVP und ihren Regierungspartner, die Grünen. Wir als Grüne sorgen für Stabilität, insbesondere was die Bekämpfung der Pandemie, aber auch was die Bekämpfung der Klimakrise betrifft. Wir haben einen klaren Auftrag und den arbeiten wir auch ab. Die Wählerinnen und Wähler erwarten sich von uns, dass wir arbeiten. Aus der ÖVP gibt es für den gefallenen Hoffnungsträger Dank und Respekt. Man sollte
auch in dieser Stunde nicht vergessen, dass uns Sebastian Kurz als Volkspartei in lichte Höhen geführt hat, was die Wahlen anlangt. Aber die Lage hat sich natürlich drastisch geändert. Hinter den Kulissen sind die ÖVP-Granden längst mit der personellen Neuaufstellung der Partei beschäftigt. Keinen Kommentar gibt es zunächst zu dem Gerücht, dass Innenminister Karl Nehammer Parteichef und Kanzler werden soll. Am Abend geht es dann Schlag auf Schlag. Zunächst erklärt Alexander Schallenberg, dass er sein Amt als Bundeskanzler zur Verfügung stellt. Wenig später macht die mächtige niederösterreichische Landeshauptfrau aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Ich schätze Karl Nehammer sehr und er wäre einer, der für Stabilität in der Regierung sorgen könnte. Schließlich erklärt auch noch Finanzminister Gernot Blümel, ein enger Weggefährte von Kurz, in einem Video seinen Abschied aus der Politik. Wegen andauernder Morddrohungen gegen seine Frau und seine Familie habe er schon länger darüber nachgedacht. Die Geburt meines zweiten Kindes hat meinen Nachdenkprozess beschleunigt. Der finale Rücktritt von Sebastian Kurz aus allen politischen Funktionen war nun der letzte Anstoß für meinen endgültigen Entschluss. Wie es in ÖVP und Regierung weitergeht, entscheidet morgen der ÖVP-Bundesparteivorstand. Schauplatz einmal mehr die ÖVP-Parteiakademie in Meidling. Schauplatz jetzt das Bundeskanzleramt in der Wiener Innenstadt. Dort steht mein Kollege Peter Babutzki. Ja, Peter, es werden in Kürze wieder die nächsten Umzugswagen vor dem Kanzleramt vorfahren. Alexander Schallenberg hat das Kanzleramt vor nicht einmal 8 Wochen bezogen. Jetzt geht er schon wieder. Warum eigentlich? Ja, kurioserweise ist heute das Wort Schattenkanzler zum Wort des Jahres gewählt worden. Und ausgerechnet heute stellt sich heraus, dass Alexander Schallenberg, Bundeskanzler Schallenberg, ohne den Schatten Sebastian Kurz einfach nicht Bundeskanzler bleiben kann. Die ÖVP ohne Kurz will einen neuen ÖVP-Parteichef, der gleichzeitig auch Bundeskanzler ist. Und das kann Alexander Schallenberg nicht sein. Er will es auch nicht, hat er gesagt. Aber er kann es auch nicht, weil ihm einfach die Macht innerhalb der ÖVP fehlt und die Unterstützung. Deshalb hat er heute den ersten Schritt gemacht, nämlich raus aus dem Bundeskanzleramt. Als möglicher Nachfolger werden den ganzen Tag über schon Karl Nehammer, wir haben es gehört, aber auch Caroline Edtstadler, Verfassungsministerin, genannt. Gibt es da jetzt schon eine Entscheidung? Eine Entscheidung noch nicht, aber wir haben vorhin im Beitrag die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner gehört. Und die hat sich doch wohl recht eindeutig für Karl Nehammer ausgesprochen. Und wenn sich die doch mächtigste Landeshauptfrau innerhalb der ÖVP für Karl Nehammer ausspricht, und auch im Westen, in Tirol, soll man Karl Nehammer für eine gute Wahl halten, dann deutet doch wohl alles auf ihn hin. Also das hat sich im Laufe des Tages immer deutlicher herauskristallisiert. Kurz und Schallenberg sind nicht die einzigen Rücktritte heute. Wir haben eben im Beitrag gesehen, auch Finanzminister Blümel hat angekündigt, aus der Politik auszuscheiden, auch übrigens als Wiener Parteiobmann. Was steckt denn da dahinter? Ja, das ist quasi ganz frisch. Das ist erst vor einer Stunde ungefähr passiert. Da hat Gernot Blümel auf seiner Facebook-Seite ein Abschiedsvideo hineingestellt. Also es ist schon anzunehmen, dass der Druck auf ihn einfach zu groß geworden ist. Ich glaube, wir sehen hier ein bisschen den Zusammenbruch der türkisen ÖVP, der jetzt wirklich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit passiert. Erst zum Mittag hat nämlich Finanzminister Blümel noch heftig dementiert, dass er zurücktreten wird. Er hat ausrichten lassen, dass er überhaupt nicht amtsmüde ist. Und 8 Stunden später war dann alles ganz anders. Also es dürften maßgebliche Teile der ÖVP ihn nicht mehr als Finanzminister wollen. Und er konnte es auch nicht mehr bleiben, weil eben Sebastian Kurz nun auch weg ist. Ein langjähriger und treuer Weggefährte von ihm. Es hält sich nach wie vor das Gerücht, dass eine Regierungsumbildung im ÖVP-Team sehr umfassend sein könnte, also über die genannten hinausgehen könnte. Wissen Sie da mehr? Muss man bis morgen oder morgen dann noch mit weiteren Rücktritten und Umbildungen rechnen? Das kann passieren. Es sind heute wirklich wahnsinnig viele Gerüchte herumgeschwirrt. Eines davon hat sich jetzt am Abend eben bestätigt, nämlich der Rücktritt von Finanzminister Blümel. 2 weitere Ministerinnen sind genannt worden, die als Rücktrittskandidatinnen gelten könnten. Das ist Margarete Schramböck als Wirtschaftsministerin und Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsministerin.
Ich glaube aber, dass vieles noch in dieser Nacht entschieden wird, weil die Landeshauptleute, die jetzt in der ÖVP wirklich die mächtigsten Player sind, die wollen sich untereinander abstimmen. Und da wird wohl noch heftig verhandelt werden. Den ganzen Tag ist schon telefoniert worden. Zwei Landeshauptleute sind schon in Wien. Und der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner hat gesagt, am Nachmittag hat er durchblicken lassen, dass sich eben die Landeshauptleute abstimmen wollen und abgestimmt in diese Sitzung morgen gehen wollen. Und da wird sich wohl diese Nacht noch sehr viel entscheiden. Klar ist, alle wollen eine schnelle Lösung, eine schnelle Entscheidung, weil es stehen ja wirklich wahnsinnig wichtige Entscheidungen an, etwa wie es mit dem Lockdown weitergeht. Eine lange Nacht wieder einmal in der ÖVP. Vielen Dank, Peter Babuzki, live vom Ballhausplatz in der Wiener Innenstadt. Ja, wir hätten natürlich viele Fragen an Sebastian Kurz, an Alexander Schallenberg, Karl Nehammer und auch die grüne Parteispitze gehabt. Niemand der Genannten wollte unserer Einladung ins Studio heute folgen. Schauen wir uns also ausführlicher an, was bleibt von der Ära Kurz. Patrick Ruska und Vanessa Gruber zeichnen sie nach. Jüngster Staatssekretär, jüngster Außenminister, jüngster ÖVP-Chef, jüngster Bundeskanzler. Aber auch der erste Bundeskanzler, dem das Parlament das Misstrauen ausspricht, jüngster Altkanzler. Die politische Karriere von Sebastian Kurz gleicht einer Achterbahnfahrt. Seit 2016, damals noch Außenminister unter Rot-Schwarz, bastelt Kurz im Geheimen am Projekt Ballhausplatz, benannt nach der Adresse des Kanzleramts. Denn dort will Kurz hin. Zuvor muss er aber noch den eigenen Parteichef Reinhold Mitterlehner loswerden. Das gelingt, weil Kurz gemeinsame Regierungsprojekte blockiert und gegen Mitterlehner innerhalb der ÖVP mobil macht. Mit Erfolg. Ich bin kein Platzhalter. Wie sieht Mitterlehner heute den Rücktritt seines Nachfolgers als ÖVP-Chef? Letztendlich kommt es aber darauf an, dass Anspruch und Wirklichkeit mittelfristig zusammenpassen. Und da ist vom eigenen Verhalten gegenüber anderen bis hin auch zu inhaltlichen Umsetzungen vieles halt Ankündigung oder Inszenierung geblieben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese Geschichte von der Jagdgesellschaft ganz sicherlich nicht stimmt, sondern wenn, dann ist Sebastian Kurz über sich selber gestolpert. Eigentlich ganz genau darüber, dass für jeden demokratische Spielregeln gelten und diese auch einzuhalten sind und im konkreten Fall offensichtlich nicht eingehalten wurden. Kurz übernimmt 2017 die Partei von Mitterlehner, färbt sie von Schwarz auf Türkis, sprengt die Regierung und holt bei Neuwahlen der ÖVP den ersten Platz zurück. Was folgt, ist eine türkisblaue Bundesregierung. Nach außen gibt sich die Koalition harmonisch, ein neuer Stil, wie ihn Kurz nennt. Dieser neue Stil, er ist reine Fassade, wie man mittlerweile durch zahlreiche Chatnachrichten weiß. Lieber HC, ich hoffe, wir finden nach Ostern wieder einen ordentlichen Modus. So bringt das wirklich nichts. Es rausspielen ist das eine, aber bitte verkauf mich nicht für total deppert. Und dann platzt 2019 die Bombe, das Ibiza-Video. Und plötzlich zerfällt die türkis-blaue Bundesregierung. Vizekanzler Strache tritt zurück, dann die gesamte FPÖ-Regierungsmannschaft. Und am Ende wird mit der Abwahl von Kurz im Parlament erstmals einem Bundeskanzler das Misstrauen ausgesprochen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt. Doch auch diese Krise übersteht Kurz. Bei Neuwahlen wird die ÖVP wieder stärkste Kraft und Kurz probiert es dieses Mal mit den Grünen. Das Beste aus beiden Welten. Sehr oft bedeutet das, dass die Grünen nachgeben müssen. So werden unter Türkis-Grün Schulkinder abgeschoben, aus Afghanistan etwa keine zusätzlichen Flüchtlinge aufgenommen. Doch dann platzt die nächste Bombe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Kanzler. Zuerst stehen die Grünen nach einer Schrecksekunde hinter Kurz. Als die Justiz aber immer neue Ermittlungsergebnisse ans Tageslicht befördert, setzen die Grünen der ÖVP ein Ultimatum. Eine Fortsetzung der Koalition könne es nur ohne Kanzler Kurz geben. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Kurz versammelt die gesamte ÖVP hinter sich. Eine Regierungsbeteiligung gäbe es nur mit ihm an der Spitze. Nur wenige Tage später versagen ihm Teile der Partei die Gefolgschaft. Kurz muss als Kanzler zurücktreten. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
und heute eben der vollständige Rückzug aus der Politik. Woran ist Kurz gescheitert? Ich weiß jetzt nicht, ob man es ein Scheitern nennen soll. Ich bin in solchen Situationen auch wirklich fair. Darüber all die Jahre hindurch ist auch viel bewegt worden für die Republik insgesamt. Gab auch Schwierigkeiten natürlich. Und zuletzt, glaube ich, war auch eine Situation vorhanden, wo auch persönlich stark unter Druck gestanden ist. Das, was dann in der Folge, vor allem auch in der Umgebung, in der unmittelbaren Umgebung des Kurz passiert ist, also das gereicht weder dem Sebastian Kurz noch der ÖVP zur Ehre. Da sind dann immer häufiger schwere Fehler gemacht worden. Und das hängt damit zusammen, in meinen Augen, dass man zu sehr abgehoben agiert hat. Im Nachhinein kann man natürlich jede politische Aussage auf die Waagschale geben. Eines ist sicher, Sebastian Kurz hat Wahlen gewonnen, hervorragende Wahlen geschlagen. In allen Bundesländern hat die Volkspartei nach Wahlen zugelegt. Und ich denke mir, das ist ein klares Signal, dass Sebastian Kurz ein sehr außergewöhnlicher und ein sehr guter Bundesparteiobmann war. Für den ehemaligen Vizekanzler und ÖVP-Parteichef machte sich die Partei damit aber zu leicht. Faktum, aber auch der Lance Armstrong hat meines Wissens 7-mal die Tour de France gewonnen und muss einfach bestimmte Spielregeln einhalten. Und wenn er die nicht einhalten kann und nicht eingehalten hat, und das wird ihm gerade jetzt ermittelt, aber meines Erachtens sind die politischen Gründe und Hintergründe schon stark genug da, dann kann ich nicht sagen, der hat 2 Wahlsiege gemacht. Türkis oder schwarz? Nicht die einzige Frage, die sich die ÖVP jetzt stellen muss. Es gibt noch mehr Fragen und diese Fragen stelle ich jetzt live im Funkhaus der langjährigen ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert. Guten Abend. Guten Abend. Frau Rauch-Kallert, Sebastian Kurz hat seine Entscheidung heute hauptsächlich mit seiner Vaterschaft begründet. Auch Gernot Blümel, wie wir vorhin gehört haben, hat ähnlich argumentiert. Sie haben in der österreichischen Politik, auch in der ÖVP, extrem viel erlebt, überlebt, gehört, gesehen. Kann das wirklich den Ausschlag gegeben haben? Doch, ich hatte schon den Eindruck, denn Die Erklärung, die Sebastian Kurz heute gegeben hat, und das ist wirklich mit vollem Respekt auch zu sagen, war beeindruckend und sie war auch emotional entgegen mancher Beurteilungen, denn ich glaube schon, dass hier das einiges verändert hat. Sie war, ich glaube, auch zum richtigen Zeitpunkt und sie war ehrlich und ich glaube, darauf kommt es an. Es war eine beeindruckende Rede, das muss ihm erst jemand nachmachen, mit 35 Jahren, nach einer beeindruckenden 10-jährigen politischen Karriere. Das ist schon eine enorme, auch psychische Leistung gewesen. Wenn Sie sagen, dieser Rücktritt kam zum rechten Zeitpunkt, sagen Sie, es war unausweichlich, dass Sebastian Kurz geht für die ÖVP? Ja, ich dachte, er hat, oder ich denke, er hat einfach auch erkannt, und das hat er ja auch gesagt, dass die Untersuchungen Jahre dauern können, dass er wahrscheinlich sich das selbst und seiner Familie nicht antun wollte, seinem Kind, seiner Freundin, seinen Eltern. Das sollte man auch immer mitbedenken, was das alles persönlich für einen Politiker, eine Politikerin bedeutet. Und er hat natürlich auch gewusst, so politisch ist er, dass das auch die ÖVP nicht aushalten wird und hat diesen Schritt gesetzt. Und das war auch, glaube ich, gut so. Aber ich glaube, man sollte über diese ganzen Diskussion, die jetzt heute geführt wird, nicht vergessen, dass er in diesen 10 Jahren sehr viel zustande gebracht hat. Als Integrationsstaatssekretär, als Außenminister, als jüngster Außenminister, aber auch als jüngster Bundeskanzler. Diese Regierungen haben ja einiges weitergebracht. Also ich darf nur daran erinnern, dass die geringen Pensionen erhöht wurden. Das war ein wichtiger Schritt, dass die Sozialversicherungen zusammengelegt wurden. Ich weiß, was das bedeutet. Dass er auch im Ausland hohes Ansehen genossen hat, dass er zum Beispiel in der Schuldenunion Widerstand geleistet hat, dass er also darauf gedrängt hat, dass er auch sehr ernst genommen wurde, dass er die Balkanroute zum Beispiel sehr ernst genommen hat und auch geschlossen. Das sind alles Themen, die
man erstens nicht vergessen sollte und die ihm auch viele Menschen anerkannt haben. Und es wurde ja jetzt gerade gesagt, er hat zweimal für die ÖVP Wahlen gewonnen, und zwar beeindruckend gewonnen. Er hat auch nach dem Misstrauensvotum wieder mit 37% die ÖVP an die Spitze führen können. Das sind Erfolge, und außerdem in dieser Zeit sind 9 Landtagswahlen geschlagen worden, die alle gewonnen wurden. Das war ja auch für die Landesparteiableute. Haben wir ja gerade nachgezeichnet. Sie haben jetzt gesagt, er hat 2 Wahlen gewonnen. Da sagt der Vorgänger von Sebastian Kurz, Reinhold Mitterlehner, das reiche nicht, 2 Wahlen zu gewinnen. Und die Geschichte mit der Jagdgesellschaft, er sei gejagt worden, sagt er ja Kurz, die stimme auch nicht. Kurz habe sich nicht an demokratische Spielregeln gehalten und sei über sich selbst gestolpert. Ist da nicht auch was dran? Also die Geschichte mit der Jagdgesellschaft hat er absolut nicht wehleidig gebracht. Aber letztendlich, wenn Sie sich die Medienberichte der letzten Wochen, Monate und in den Wochen davor, in den Monaten davor ansehen, die waren natürlich von allen Seiten und nicht nur von den Medien, Gott bewahre, vor allem von der Opposition. Da wurde ja an nichts irgendein gutes Haar mehr gelassen, was umso bedauernswerter ist, als wir ohnehin in einer nicht ganz einfachen Situation sind, pandemiebedingt. Also da würde mir schon etwas mehr auch persönlicher Respekt im Umgang miteinander, würde ich mir da wünschen. Da ist schon ein wenig Verrohung in der Politik eingetreten in den letzten Jahren. Aber hat Mitterlehner nicht auch recht? Ist nicht Sebastian Kurz auch über sich selbst gestolpert? Vielleicht ist er auch über sich selbst gestolpert. Ich traue mich das nicht zu beurteilen. Man muss bitte auch bedenken, dass Reinhold Mitterlehner auch persönliche Verletzungen erlitten hat. Er hat sich auch der Partei zur Verfügung gestellt, gar keine Frage. Und auch da ist sehr viel Empfindlichkeit da, verständlicherweise, die ich auch sehe. Ob er über sich selbst gestolpert ist, der ist in jedem Fall, er hat ja auch heute gesagt, dass er Fehler gemacht hat. Es wäre ein Wunder, wenn niemand Fehler machen würde, der so viele Entscheidungen zu treffen hat. Das hat er auch sehr offen und fair eingestanden. Ob er über sich selbst oder seine Persönlichkeit, seine Erklärung heute, war, glaube ich, sehr reif und nicht egomanisch, wie man ihm gerne unterstellt. In der ÖVP, aus der Sie kommen, in der Sie auch Generalsekretärin war, da haben die Länder ein gewichtiges Wort mitgeredet, da haben die Bünde immer ein gewichtiges Wort mitgeredet. Die waren jetzt mehr oder weniger abgemeldet. Sebastian Kurz hat alleine entschieden, er hat ein Durchgriffsrecht auf Wahllisten gehabt, er hat die Parteifarbe von Schwarz auf Türkis geändert, die ÖVP hat auf einmal nicht mehr ÖVP geheißen, sondern Neue Volksparteiliste Sebastian Kurz. Als Beobachterin hat man dann nur so gestaunt. Ich nehme an, Sie als politische Insiderin auch. Das ist jetzt vorbei. Wer bestimmt denn jetzt in der ÖVP? Wird das hier jetzt ein Comeback der Länder werden? Also ich glaube, man muss wissen, dass ein Parteiobmann, es wurde ja immer auch von der umfassenden Macht gesprochen, die er sich beim Parteitag hat geben lassen. Wir wissen alle, Macht hat ein Parteiobmann nur solange er erfolgreich ist. Das zeigt sich ja jetzt auch. In dem Moment, wo die Umfragen nach unten gegangen sind, ist diese Macht auch sehr beschränkt und vorbei. Und sie haben diese Macht oder diese Einheit in der Partei eigentlich nur, wenn sie sich auch bemühen, immer mit allen im Gespräch zu bleiben. Und das war in der Zeit von Wolfgang Schüssel und mir sicher ganz genauso. Aber auch Sebastian Kurz hat das gemacht. Das heißt, man ist immer unterwegs und spricht mit allen, um auch innerhalb der Partei eine entsprechende Meinungsbildung zu finden. Und ich glaube, das, was Sebastian Kurz wirklich gelungen ist in dieser Zeit, und das sollte man schon auch erwähnen, es ist ihm ein richtiger Generationenwechsel in der Partei gelungen. Wir haben sehr junge, sehr kompetente, sehr fähige Ministerinnen in der Regierung. Wir haben in den Landeshauptleuten einen Generationenwechsel in Niederösterreich, in Oberösterreich gehabt, in Vorarlberg gehabt. Also hier ist schon eine neue Generation, die in dieser Zeit auch herangewachsen ist, die sich bewähren konnte. Er hat eine Regierung gehabt mit 50% Frauen. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Und
Das alles sind Veränderungen, die der ÖVP sehr gut getan haben. Und die aus dem Schwarz, das Türkis, ich glaube, die Farbe ist nicht das Entscheidende. Das war vielleicht ein Symbol. Aber letztendlich hat er die Partei verändert. Und ich hoffe, dass gewisse Veränderungen auch in dieser Partei bleiben. Denn letztendlich ist dieser Generationenwechsel dringend notwendig. Morgen wird also entschieden, wie es weitergeht. Ich darf kurz noch erklären, warum Sie im Funkhaus sitzen und nicht bei uns. Sie werden jetzt gleich nach der ZIB 2 an einer Diskussionsrunde auf ORF 3 teilnehmen, unter anderem mit der Journalistin Anneliese Rohrer und dem Politikberater Lothar Lockel. Für jetzt mal danke, Frau Rauch-Kallert, für das Interview. Noch geht es bei uns in ORF 2 weiter und da wollen wir uns jetzt einmal den Vorwürfen widmen, die letztlich zum Anfang vom Ende der politischen Karriere von Sebastian Kurz geführt haben. Den Vorwürfen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der sogenannten Chat-Affäre. Martin Thür hat hier den Überblick behalten. Es ist dieser USB-Stick und diese Netzwerkfestplatte, die zum politischen Ende von Sebastian Kurz beitragen. Auf diesem USB-Stick gelangt das Ibiza-Video an Journalisten, was zu Ermittlungen führt, die wiederum zur Festplatte von Thomas Schmidt führen. Eine unglückselige Verkettung also. Befinden sich doch darauf jene Chats, die dem Land seit Jahresbeginn Einblicke in die türkise Welt gewähren. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Was oberflächlich betrachtet nach Postenschacherei in der Staatsholding riecht, wächst sich zu weitreichenden Ermittlungen aus. Zur Bestellung von Thomas Schmidt zum Chef der ÖBAG befragt, war ich kurz im Untersuchungsausschuss aus. Er will nur am Rande informiert gewesen sein. Was folgt, sind Ermittlungen wegen Falschaussage gegen Kurz. Ich habe wahrheitsgemäß geantwortet und nach bestem Wissen und Gewissen dort agiert. Was ich auf der anderen Seite erlebt habe, waren Unterstellungen und am Ende des Tages mit dem Versuch, einem das Wort im Mund zu verdrehen. Der Sommer zieht ins Land mit sich, bringt er handfeste Auseinandersetzungen zwischen Korruption, Staatsanwaltschaft und Kurz, der sich salopp formuliert ungerecht behandelt fühlt. Wegen des hohen öffentlichen Interesses an seiner Person beantragt Kurz eine Einvernahme durch einen Richter, die er am 3. September nach 6 Stunden unvermittelt abbricht. Aber ich würde jetzt gerne wirklich einen Punkt machen. Das funktioniert nicht so gut zwischen uns. Am 6. Oktober dann, 6 Uhr früh. An mehreren Wiener Adressen klopfen an diesem Morgen Ermittler an die Tür. Beim Kanzleramt, im Medienhaus Österreich, bei Meinungsforschern und Kurzmitarbeitern finden Hausdurchsuchungen statt. Wieder sind Chats der Auslöser. Schmidt, Kurz und seinem engsten Umfeld wird vorgeworfen, auf Kosten der Steuerzahler und mit Hilfe gefälschter Umfragen den Aufstieg von Sebastian Kurz zum Kanzler begünstigt zu haben. Noch am Abend rechtfertigt sich Kurz so. Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Die Auswertungen und Einvernahmen sind am Laufen. Auch diese Woche sind wieder belastende Details bekannt geworden. Sebastian Kurz steht am Ende seiner politischen Karriere, die Ermittlungen gegen ihn aber erst am Anfang. Es wird Zeit, das alles einzuordnen. Es wird Zeit, Politikwissenschaftler Peter Filzmaier zu Wort kommen zu lassen. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Professor Filzmaier, Oppositionsparteien sind sich selten einig. Heute war es aber wieder mal soweit. Sie haben eigentlich alle gleich reagiert. Sie haben gesagt, der Rücktritt von Sebastian Kurz sei erwartbar gewesen. War das für Sie auch? Der oppositionelle Standpunkt liegt in der Natur der Sache. Für mich war der Zeitpunkt des Rücktritts überraschend. Mit der Weisheit von heute kann man auch sagen, dass die Salamitaktik eines scheibchenweisen Rückzugs, den man als Seitentritt irgendwie tarnt, keine kluge Strategie war. Sebastian Kurz, warum ist der Rücktritt erwartbar irgendwie doch gewesen, hat die ÖVP mit Wahlsiegen in lichte Höhen geführt, wie auch Landeshauptmann Schützenhöfer heute gesagt hat, aber auch vom Rand eines dunklen Abgrunds wieder zurück am Rand dunkler Abgründe. Er hat die ÖVP übernommen, nicht
wie Geschönte umfahren gesagt haben, mit klar unter 20%, aber wenig drüber, sie auf 37% geführt. Und jetzt steht man aber wieder genau dort, wo man vorher war. Und die Gründe sind nun einmal einerseits die rechtlichen Ermittlungen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber mit Delikten wie Anstiftung zu Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit, aber auch ein politisches Sittengemälde aus den Chats. Da geht es um skrupellose Machtpolitik, der man Inhalte untergeordnet hat, auch Parteifreundschaften untergeordnet hat. Denn als Sportfan habe ich das Spannende am Vergleich mit Lance Armstrong von Reinhold Hinni-Mitterlehne herausgefunden. Der hat ja nicht einfach ein Dopingmittel eingeworfen, hoffentlich werde ich gewinnen, sondern der hat das systematisch geplant, eine Gruppe von Mitstreitern um sich geschart für das Doping und die dann auch noch unter Druck gesetzt. Gernot Blümel war Teil des Teams von Sebastian Kurz. Auch er ist jetzt zurückgetreten. Loyalität oder logische Folge? Für mich logische Folge. Einerseits ist Blümel wirklich der Inbegriff des Verbündeten von Sebastian Kurz, einer seiner engsten Vertrauten gewesen. Wenn die ÖVP einen Neustart versucht, dann ist das mit Blümel deutlich schwerer als ohne ihn und noch einige andere. Blümel teilt aber auch ein anderes Schicksal mit Sebastian Kurz. Nicht nur, dass er in der Frage der Casinos Austria AG und möglicher Parteispenden des Novomatic-Konzerns, eines Glücksspielunternehmens, ebenfalls Beschuldigter ist bei der Wirtschafts- und Korruption Staatsanwaltschaft. Er ist auch involviert in die Chats, ist dort sowohl Chatter als auch Thema. Und wenn von 300.000 Chats immer noch erst mehr als ein Drittel ausgewertet ist, dann weiß man nicht, was politisch alles noch nachkommt. Und diese Altlast will man wohl nicht haben in der ÖVP, so wie auch Sebastian Kurz mehr zum Hemmschuh als zum Glücksbringer geworden ist. Noch vor ein paar Monaten war kaum vorstellbar, dass es eine ÖVP ohne Sebastian Kurz geben kann. So straff und klar hat er die Partei geführt. Nun muss es eine ÖVP ohne Sebastian Kurz geben. Es wird eine ÖVP ohne Sebastian Kurz geben, aber wie kann die ausschauen? Es muss sich personell schon rein zahlenmäßig viel ändern. Es bedarf aber auch viel mehr inhaltlicher Tiefe. Personell hat natürlich das Namenskarussell auf Ministerebene ja schon begonnen, aber es geht um mehr. Es geht um Dutzende, wahrscheinlich sogar Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ministerbüros, beginnend beim Kabinettschef von Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg, bleibt er beispielsweise, bis hin zur Abteilungsebene in allen Ministerien, die ja wohl mit verbündeten parteinahen Personen, auch Parteigängern, wie immer man sie nennen wird, besetzen werden sollte und auch wurde. Da ist die Frage, was tut sich da personell, wie weit geht man da bei den Veränderungen? Und inhaltlich, Sebastian Kurz hat ein sehr klares, erfolgreiches Konzept der Kommunikation gehabt. Das waren aber oft inhaltliche Überschriften, die mit perfektem Marketing zu Wahlerfolgen geführt haben. Man hat einen programmatischen Diskussionsprozess, wofür genau stehen wir inhaltlich, hintangestellt. Das rächt sich jetzt auch. Alexander Schallenberg war mit dem heutigen Tag 52 Tage Bundeskanzler, hat sein Amt heute zur Verfügung gestellt. Das ist ungefähr das Gegenteil von einem Sesselkleber. Blitzkanzler hat man heute auch schon gehört. Will er nicht mehr oder will die Partei nicht mehr? Beides. Und es macht auch nicht viel Sinn, zusammenzuarbeiten, auch wenn er damit die oft geäußerten Vorwürfe, er war ja nur der Platzhalter für Sebastian Kurz, indirekt zu bestätigen scheint. Nur obwohl die Sozialdemokraten in Deutschland gerade ein Gegenbeispiel versuchen, ich glaube nicht, dass zwei Macht- und Kommunikationszentren, also Parteichef und im Kanzleramt tätig zu sein, längerfristig einer Partei gut tun. Nur Alexander Schallenberg nun auch als Parteichef ist schwierig. Der ist ja erst vor kurzem der ÖVP überhaupt beigetreten. Der ist nicht vernetzt, der hat nicht die Kontakte, der weiß nicht, wie man mit wem innerhalb der Partei am besten spricht. Und es wäre ja noch schlimmer gewesen, man hätte drei solche Macht- und Kommunikationszentren in Kauf genommen. Denn nehmen wir an, Karl Nehammer wird jetzt Parteichef und wäre nicht Kanzler geworden. Dann haben wir einerseits den Parteichef auf dem Innenminister, der Sessel, wir haben den Bundeskanzler und dann haben wir noch die Parteizentrale, wo wieder ein Vertrauter des Innenministers sitzt. Also dann wird es irgendwann wirklich kompliziert. Karl Nehammer ist vernetzt in der ÖVP, ist auch stabil in der Partei, natürlich auch schon länger Parteimitglied. Ist er also der logische Nachfolger? Naja, Andreas Koller, Journalist der Salzburger Nachrichten, hat einmal geschrieben, vor vielen Jahren, vor Sebastian Kurz, die Parteichefsuche in der ÖVP erfolgt nach einer komplizierten Quadratwurzel aus Zugehörigkeit zu Länderorganisation und Angehörigsein bei einer Teilorganisation Bund genannt. Und da passt Nehammer natürlich hinein, denn er kommt aus der mächtigsten ÖVP-Landesorganisation, der Niederösterreichischen Volkspartei. Er war in Niederösterreich auch Landesobmann des Arbeiter- und Angestelltenbundes der ÖVP,
Bundesopfer war da übrigens einmal Frau Mikl-Leitner, die jetzt Landeshauptfrau in Niederösterreich ist. Das passt. Nur das heißt auch, dass Karl Nehammer sehr aufpassen muss, nachdem Alexander Schallenberg mit dem Vorwurf Schattenkanzler von Kurz konfrontiert war, dass man jetzt nicht sagt, Marionettenwunsch der Volkspartei Niederösterreich, wie es bei Michael Spindelecker immer im Raum stand. Ich kenne Karl Nehammer insofern persönlich von vor vielen Jahren, seitdem praktisch nie gesehen, als er bei mir an der Donau-Universität Krems wie Politiker aller Parteifarben studiert haben. Und ich halte es für ein bisschen unfair zu sagen, na damals, vor fast einem Jahrzehnt, hat man der keinen Kanzler nicht sofort gemerkt. Aber, was sich Karl Nehammer schon als Frage gefallen lassen muss, ist er ein typischer Erster oder ist er aufgrund seines Lebenslaufes von der soldatischen Vergangenheit bis hin zum Generalsekretär der ÖVP nicht der klassische gute Zweite, der etwas macht, was ein anderer ihm sagt? Das ist für den Kanzlerjob natürlich dann kein Qualifikationsprofil, wenn er es denn wird. Es steht der zweite fliegende Kanzlerwechsel jedenfalls bevor. Das ist etwas, was wir in Österreich nicht so oft kennen. Alternative wären Neuwahlen. Kann sich irgendeine Partei in Österreich, egal ob Regierung oder Opposition, Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt wünschen? Sie haben recht. Die klassische Analysefrage ist, wem nützt die Sache? Und alle Oppositionsparteien können praktisch nichts verlieren und nur gewinnen durch Neuwahlen, denn keine Oppositionspartei ist ja vom Flug aus dem Nationalrat bedroht. Allerdings bei den Regierungsparteien und eine Neuwahlentscheidung im Parlament braucht eine Mehrheit, wie jeder Gesetzbeschluss im Nationalrat auch. Warum sollten ÖVP oder Grüne dafür sein? Die ÖVP würde im Vergleich zum letzten Wahlergebnis abstürzen und Verlustrealisation betreiben, mit dem Risiko, sich auf den harten Oppositionsbänken vielleicht sogar wiederzufinden. Die Grünen haben eine stärkere Position, als je eine 14%-Partei in einer Regierung hatte, um etwas durchzubringen. Und nach der Wahl gibt es vielleicht keine Konstellation, nicht nur für die Grünen nicht, sondern generell nicht, wo Zweiermehrheiten überhaupt möglich sind. Hätten wir jetzt sehr bald Neuwahlen, würde die aufgrund der Fristen, die Nationalratswahl, erst am Beginn des nächsten Frühjahres stattfinden. Und das würde einen Impfpflichtwahlkampf wohl bedeuten. Und dann gibt es nur einen sehr wahrscheinlichen Gewinner, das wäre die MFG, die dann auf dem Sprung in den Nationalrat ist. Und das würde Mehrheitsfindungen für Regierungen in Dreiervarianten noch komplizierter machen. Vielen Dank, Peter Filzmaier, für Ihre Ausführungen. Bitte gerne. Um den überraschenden Rücktritt von Sebastian Kurz geht es heute auch in einer verlängerten ZIP-Nacht. Kurz war ja auch erst der erste Social-Media-Kanzler. Keiner vor ihm hat die sozialen Netzwerke so stark genutzt. Was passiert jetzt mit seinen Profilen und den fast 2 Millionen Followern? Dazu ein Gespräch mit dem Social-Media-Experten Markus Zimmer um 23 Uhr in ORF 1. Ja, wir machen jetzt weiter mit einer Meldung aus Brüssel. Denn Hintergrund des Rücktritts von Sebastian Kurz sind ja die Ermittlungen gegen ihn, unter anderem in der Inseraten-Affäre. Und da ist heute die Meldung von Vorwürfen gegen einen anderen ÖVP-Politiker hineingeplatzt. Eine französische Zeitung berichtet nämlich über Korruptionsvorwürfe gegen EU-Kommissar Johannes Hahn. Hahn soll sich im Jahr 2015 von einer Lobbyorganisation europäischer Großgruppen Grundbesitzer zu einem Jagdausflug auf ein französisches Schloss einladen haben lassen. Auch von teuren Essenseinladungen ist die Rede, die jedoch nicht in das sogenannte EU-Transparenzregister eingetragen worden sein sollen. Aus dem Büro des EU-Kommissars heißt es dazu, die Einladung sei rein privat gewesen und daher auch nicht eintragungspflichtig. Ja, schauen wir gleich weiter zu Raffaella Scheidreiter nach Brüssel. Frau Scheidreiter, besonders schwer wiegt ja der Vorwurf, Hahn habe Ermittlungen der EU-Antikorruptionsermittler gegen ihn abdrehen lassen. Woher kommen denn all diese Vorwürfe? Wer erhebt die? Sie stammen von einem Journalisten der französischen Tageszeitung Libération. Jean Quatremer ist in Brüssel ein berühmtes Gesicht. Er ist in der Journalistenszene nicht ganz unumstritten, aber er ist bekannt dafür, in EU-Institutionen nach Missständen zu suchen. Und Quatremer veröffentlicht gerade eine mehrteilige Serie in der Tageszeitung Libération. Im ersten Teil hat er schwere Vorwürfe erhoben gegen den Präsidenten des EU-Rechnungshofs. Klaus-Heiner Lehner soll eine Scheinwohnung haben, soll dafür EU-Steuergeld kassieren. Das hat er in dieser Zeitung geschrieben, im ersten Teil. Und in diesem zweiten Teil ist eben nun EU-Budgetkommissar Johannes Hahn im Fokus. Ich habe nach Erscheinen des ersten Teils auch mit Jean Quatremer ein Interview geführt. Er hat damals zu mir gesagt, er wolle einfach aufzeigen, wie sich EU-Spitzenpolitiker, vor allem der Europäischen Volkspartei, so sagt Jean Quatremer, sich an EU-Steuergeld bereichern, wie sie Verhaltensregeln über Bord werfen. Er habe dafür Beweise, er habe Zeugenaussage.
Allerdings bei diesem Interview hat er mit keinem Wort noch Johannes Hahn erwähnt, mir gegenüber oder von irgendwelchen Beweisen gegen ihn gesprochen. Die Sprecherin von Kommissar Hahn, wir haben es schon gehört, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Was ist denn jetzt von all dem zu halten? In der EU-Kommission heißt es, diese Vorwürfe seien absurd, das seien Erfindungen, viele dieser Treffen seien privat gewesen. Wir werden morgen noch einmal anfragen um ein Interview mit Johannes Hahn. Wir hatten noch keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Wir werden dann morgen auch in der ZIP 2 darüber berichten. Was ich sagen kann, ist, nach Veröffentlichen des ersten Teils, also nach diesen Vorwürfen gegen den Präsidenten des EU-Rechnungshofs, hat das EU-Parlament eine Anhörung einberufen. Der Rechnungshofpräsident Klaus-Heiner Lehne konnte sich dann dort verteidigen. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Allerdings drängen viele EU-Abgeordnete dennoch auf eine jetzt unabhängige Untersuchung gegen den EU-Rechnungshofpräsidenten. Was jetzt diese Vorwürfe gegen EU-Budgetkommissar Johannes Hahn auslösen, welche Folge sie haben, das ist jetzt bis dato noch völlig unklar. Klar ist nur, dass für EU-Kommissarinnen, für EU-Kommissare ganz strenge Verhaltensregeln gelten und viele Interessenskonflikte, die aufgeflogen sind, die nachgewiesen wurden, hatten nicht selten Rücktritte zur Folge. Vielen Dank, Raffaella Scheidreiter, für diese Informationen live aus Brüssel. Und von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich jetzt schon verabschieden. Danke fürs Zusehen und schöne Grüße aus dem turbulenten Wien. Wolfgang Schüssel, Alfred Husenbauer, Werner Faymann, Christian Kern, Sebastian Kurz, Brigitte Bierlein, wieder Sebastian Kurz und jetzt also Alexander Schallenberg. All diesen österreichischen Bundeskanzlern stand in Deutschland eine Kanzlerin gegenüber. Nach 16 Jahren und 10 Tagen im Amt nimmt jetzt auch Angela Merkel Abschied. Heute etwa mit dem großen Zapfenstreich der höchsten Anerkennung der Bundeswehr für eine zivile Person. Eine besondere Herausforderung für das Stabsmusikchor, dem Blasorchester der Bundeswehr, waren die Musikwünsche von Angela Merkel, wie etwa das Lied Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef oder ein Hit von Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen, aus den 1970er Jahren. Bei eisiger Kälte im Verteidigungsministerium in Berlin und beobachtet von Andreas Jölli. Angela Merkel bleibt ihrer Rolle treu. Nüchtern und abgeklärt, fast etwas distanziert, wirkt sie beim Abschiedszeremoniell der Bundeswehr. Falls sie doch berührt ist, dann tief in ihr drinnen. Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, das ich so lange ausüben durfte. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte. Nach mehr als 16 Jahren verabschiedet sich Angela Merkel langsam aus der Politik. Frau Bundeskanzlerin, ich melde, großer Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten. Der Zapfenstreich fällt etwas bescheidener aus als bei früheren Kanzlern. Wegen Corona können nur ausgewählte Gäste teilnehmen, geimpft oder genesen und mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Ganz besonders die vergangenen 2 Jahre der Pandemie haben wie in einem Brennglas gezeigt, von welch großer Bedeutung das Vertrauen in Politik, Wissenschaft und den gesellschaftlichen Diskurs ist, aber auch wie fragil das sein kann. Zu ihrem Abschied hat sich Angela Merkel 2 besondere Lieder gewünscht. Eines davon der DDR-Schlager Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Da blinken dann doch etwas Emotionen auf. Ja, das Lied war ein Highlight meiner Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat. Und das Lied kam auch aus der DDR. Das war 1974. Angela Merkel ist damals 19 Jahre alt, genauso alt wie Nina Hagen. Mit 35 beginnt das politische Engagement von Angela Merkel. Mit 40 wird sie Umweltministerin, mit 45 CDU-Chefin, mit 51 erste deutsche Kanzlerin. So wahr mir Gott helfe. Und heute wünscht sie ihrem Nachfolger viel Erfolg für seine Zeit als Kanzler. Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern, wie ich vor 3 Jahren in einem anderen Rahmen gesagt habe, mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Und dafür wünscht sich Angela Merkel das Lied Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef.
Deutschland bekommt nächste Woche einen neuen Bundeskanzler. Das war erwartbar. Österreich wohl auch. Das war weniger erwartbar. Bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. In Deutschland haben die scheidende und die neue Bundesregierung sowie die Länder einen de facto Lockdown für Ungeimpfte beschlossen. Für sie gibt es Kontaktbeschränkungen. Auch Shoppen oder Freizeitvergnügen sind nur noch geimpft oder genesen möglich. Darüber hinaus wird bei Veranstaltungen die Zuschauerzahl stark beschränkt. Im Schatten verschärfter Spannungen wegen der Lage in der Ostukraine stand ein Treffen der beiden Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lavrov. Beide Seiten werfen einander vor, die Situation zu eskalieren. Jetzt soll es ein Spitzengespräch der beiden Staatschefs dazu geben. Ein heftiger Schneesturm hat Dänemark überrascht. Kundschaft und Beschäftigte mussten deswegen in einem großen Möbelhaus übernachten. Der Heimweg wäre zu gefährlich gewesen. Verpflegung, aber auch Betten seien genügend bereitgestanden. Biathletin Lisa Hauser mausert sich zur großen Olympia-Hoffnung. Die 27-Jährige gewann ohne Fehlschuss und mit einer tollen Laufleistung den Sprint im schwedischen Östersund. Hauser übernahm damit auch die Gesamtweltcup-Führung. Wir kommen zu den Wetteraussichten und da kann ich Ihnen schon verraten, die passen zum Lockdown, es zahlt sich nicht aus, rauszugehen. Der Freitag bringt vorübergehend trockenes Wetter, aber die nächsten Regen- und Schneewolken treffen von Frankreich her am Wochenende bei uns ein. Morgen klingen letzte Schneeschauer im Bergland am Vormittag ab und verbreitet kommt die Sonne heraus. Im Osten weht lebhafter Wind und mit 0 bis 4 Grad bleibt es kalt. Am Wochenende werden die sonnigen Phasen wieder seltener, denn von Westen her treffen Regen- und Schneewolken ein. Es wird in Summe unbeständig bei Höchstwerten von 1 bis 5 Grad. In ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin ECO, leider etwas verspätet, und Dieter Bonnemann. Die steigenden Energiepreise, die machen vielen zu schaffen. Doch Energie wird im nächsten Jahr wohl noch teurer werden. Wir sagen Ihnen, was Sie tun können. Dann berichten wir, wie sich die Arbeitszeit in vielen Branchen verändert. Die Vier-Tage-Woche, die ist mehr als nur ein Zukunftsmodell. Und wir verraten, warum der Hut wieder in Mode kommt. Junge Köpfe sorgen dafür. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in ECO. Danke, Dieter. ECO zahlt sich also jedenfalls aus, jetzt gleich. Und morgen zahlt sich natürlich ebenso aus, wieder die ZIP 2 anzuschalten. Für heute noch einen angenehmen Abend und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.